Zuckersüße Baby-News von Fiona Erdmann. Die ehemalige Germany's Next Topmodel-Teilnehmerin ist zum zweiten Mal schwanger. Diese Nachricht verkündet das Model mit diesem süßen Post auf Instagram. Zu einem gemeinsamen Bild mit ihrem Lebensgefährten Mo und Sohnemann Leo schreibt Fiona: Hey Leo, bist du bereit, bald großer Bruder zu werden? Die Familie wächst. Nur wenige Stunden zuvor teasert die Fitness-Influencerin eine große News an. Dass es sich dabei um ein zweites Kind handelt, ahnt aber sicher kaum jemand. Schließlich erblickt Fionas Sohn erst im vergangenen August das Licht der Welt. Kurz nach der Geburt erzählt sie zwar, dass Leo kein Einzelkind bleiben soll. Neupapa Mo sieht das damals allerdings noch etwas anders. In ihrer Instagram-Story scherzt die 32-Jährige: Ja, also die ersten Nächte waren ja bei uns echt, ich will jetzt nicht sagen Katastrophe, aber wir waren total überfordert, wir waren total müde. Der Kleine hat die ganze Zeit nur geschrien. Mo, ja, er sollte mir dann so ein bisschen helfen und war halt komplett überfordert. Also der hatte auch wenig geschlafen, aber ihr wisst ja, Männer so ein bisschen weniger stressresistent. Und er dann so, also ganz ehrlich, Fiona, das ist das erste und das letzte Kind. Also wenn du noch ein Kind haben möchtest, ohne mich. Das Paar findet sich jedoch schnell in seine neue Elternrolle ein. In welchem Monat Fiona aktuell ist, ist noch nicht bekannt. Allzu lange warten die beiden aber nicht mit einem Versuch. Schließlich wird Leo erst in einigen Tagen 9 Monate alt. Die stressige Anfangszeit mit ihm ist mittlerweile längst vergessen. In einem aktuellen Post schwärmt Fiona von ihrem Sohnemann. Was du mittlerweile alles kannst, beeindruckt mich und macht mich unfassbar stolz. Ich kann manchmal gar nicht glauben, dass du einen Monat zu früh gekommen bist. Du hast so extrem aufgeholt und bist für mich der süßeste, fröhlichste, stärkste und hübscheste kleine Junge der Welt. Scheint ganz so, als wenn Fionas kleiner Junge tatsächlich bereit für ein Geschwisterchen ist. Und dass auch Mo sein Vaterdasein liebt, steht bei aktuellen Aufnahmen wie diesem Clip wohl außer Frage. Auch zahlreiche Promis freuen sich mit der Familie über die Baby-News. Vor allem ehemalige GNTM-Girls halten mit ihrer Freude nicht hinterm Berg. Zu den Gratulanten gehören beispielsweise Brenda Patea, Hanna Nietzsche, Nele Brunst und Yvonne Schröder. Auch Vater Hasanovic freut sich für ihre Freundin. Er fährt die News aber nicht erst über Social Media. Hier auch nochmal alles Gute. Es wird ein kleiner Pimiento, haha. Scherzt die 26-Jährige, die genau wie Fiona in Dubai lebt, unter dem Beitrag. Ob es ein Junge oder ein Mädchen wird, ist noch ein Geheimnis. Auch Namen und Geschlecht ihres ersten Kindes verrät die gebürtige Saarländerin erst nach der Entbindung. Ob Fiona ihre Fans auch dieses Mal so lange auf die Folter spannen wird?